Begrüßen wir jetzt unseren nächsten Sprecher, Andreas Goldemann, der ein bisschen Klänge und Melodie hier in den Saal reinbringen wird. Wie viele von euch kennen Andreas Goldemann? Okay. Dazu kann ich nur sagen, dass Andreas international aktiv ist, auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise Musik, Klänge, druidisch, keltisch, aber in seiner eigenen Version nach außen bringt, eine völlig andere Facette von Heilung. Also viel mehr gibt's nicht zu sagen, er wird euch das selber alles ins Detail erklären. Begrüßen wir mit einem liebevollen und kräftigen Applaus Andreas Goldemann. Ja, ein ganz herzliches Guten Morgen. Und jetzt habe ich die schwere Aufgabe, all die Emotionen wieder, ja, die da sind und die auch natürlich in Verbindung stehen mit dem, was Pablo gerade gemacht hat, wieder ein bisschen zu klären, sodass wir ein bisschen frei werden von all dem, was uns da festhält. Und um zu beginnen mit der ganzen Geschichte, erzähle ich auch mal, was ich hier überhaupt mache, weil ich hatte mit dem Basler Psi-Verein gar nichts zu tun. Und doch hat sich mein Weg damals durch die Basler Psi-Tage komplett verändert. Vor 25 Jahren wurde ich eingeladen, einem Freund zu helfen auf einem Stand, Medizinprodukte anzupreisen. Und das Ganze fing viel früher an mit Erika, unserer Großmutter, die eine Astrologin sein wollte und uns immer Sachen erzählt hat, die nicht funktioniert haben. So, das passiert in deinem Leben und das passiert in deinem Leben und dann geschieht irgendetwas, was ganz toll sein soll und du wartest und wartest und es passiert nichts. Vielleicht kennt ihr das. So, wenn jemand was gut meint, aber nicht unbedingt ja den Einblick hat. Und daraufhin war ich in einer absoluten Ablehnung all dessen, was mit Spiritualität, Energetik, Heilung, alternativer Medizin und so weiter zu tun hatte. Ich war im totalen Widerstand. Und ja, der wurde auf den Basler Psi-Tagen dann gebrochen. Weil Edith Steller, ich weiß nicht, ob jemand den Namen kennt, eine der bekanntesten Numerologinnen Deutschlands, mich an die Hand genommen hat und hat gesagt, hey du, ich habe gerade Zeit, die hat auch bei einem Freund übernachtet in Basel, ich habe gerade Zeit und ich kann dir jetzt gerade mal die Hand lesen. Und ich so, haha, du liest mir die Hand, ja, ja. Ich war im totalen Widerstand, aber da war diese schöne Frau. Und dann haben mich ihre Beine doch verführt mitzugehen. Und die hat mir dann die Hand gelesen und hat mir innerhalb von einer Stunde so die Hosen runtergelassen. Ich war so nackt vor Edith Steller gesessen. Die hat mir meine ganze Geschichte erzählt, ohne mich überhaupt nur zu kennen. Auch der Freund kannte mich nicht so gut in diesen Details, dass ich gesagt habe, okay, klick, du musst jetzt mal aufhören, so zu denken. Du musst dich öffnen. Und die Öffnung begann dann eben in der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema luziden Traum, außerkörperliche Erfahrung, was ich dann später auch unterrichtet habe. Es kommt dazu, dass ich als kleines Kind schon so gesungen habe, wie ich heute singe. Aber niemand hat das wirklich wahrgenommen. Die Familienmitglieder haben sich auch ausgeglichen. So ab dem dritten Lebensjahr habe ich so komische Sachen gemacht. Aber es hat niemand verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe die nur immer angeguckt. Warum sind die so rot? Warum ist der blau? Warum ist der grün? Und wenn ich singe, dann verändert sich die Farbe. Das habe ich als Kind gesehen. Aber verstanden habe ich es nicht. Und das kam später wieder. Im Alter von 28. In der Zwischenzeit bin ich 53. Und seit 25 Jahren international tätig als, ja, sogenannter Intuitive. Wir haben es halt mal so genannt, weil irgendwie weiß ich nicht, wie man sich benennt, Mensch halt. Und genau das ist das, was wir heute einmal erfahren wollen. Was passiert, wenn Stimme und Emotion zusammentreffen und wenn wir
uns einfach mal einlassen auf Klang. Jetzt ist es so, viele denken, ich singe keltisch-druidisch. Nein, ich nutze eine alt-keltisch-druidische Technik, die überliefert wurde auch, was ich mir erschlossen habe über luziden Traum, und vertone einen Bewusstseinszustand. Das heißt, wenn ich heute etwas sage, dann war das eine Begrüßung der Seelen in diesem Raum. Eine Vertonung dieser Begrüßung. Eine wörtliche Übersetzung gibt es nicht. Die klingt auch morgen anders, weil der Raum sich verändert. Nichts bleibt, wie es ist. Und alles ist die ganze Zeit in konstanter Veränderung. Und genau das ist das, was Menschsein ausmacht. Vielleicht erlebt ihr das auch so. Das Morgen ist anders. Das Gestern war anders. Und so ist jeder Moment heilig und besonders in sich, für sich. Und so wollen wir diese Momente, die wir jetzt teilen, einfach als etwas Besonderes begreifen und verstehen und herrlichen einfach aus dem Menschsein heraus und nicht aus dem Intellekt. Der ist auch wichtig, aber jetzt mal für eine Zeit lang nicht. Und so ist meine Frage natürlich ganz klar an euch heute Morgen. Wie geht's euch gerade? Das, was ich saß, stand hinten auch mit Tränen, Pablo erzählt hat, auch wenn ich Lucius Wertmüller nicht gekannt habe. Aber ich kann es verstehen, was er erlebt hat und das Gefühl, das er uns mitgegeben hat, das haben wir alle gespürt. Und so lasst uns das einfach hochleben lassen, dass hier wirklich mal richtig Energie in den Raum reinkommt und eine freie Schwingung hineinkommt, um ja dem Ganzen noch mehr Kraft zu geben. Ist das gut? Dann bitte ich euch jetzt einfach mal hineinzuspüren in diesen Raum. In diesem Raum ist ganz viel Liebe für einen Mensch, der vor einem Jahr von uns gegangen ist. Und gleichzeitig viele Gedanken, viele Erinnerungen, Emotionen. Gestern hat man ja auch in dem Thema Jenseitskontakt gearbeitet. Das ist ja auch eine Energie, die manchmal schwer wahrgenommen wird oder manchmal auch ganz leicht. Das ist immer eine Frage dessen, was gerade kommt. Also spürt mal in den Raum und spürt in eure Herzen hinein. Und dann lasst uns einfach mal schauen, was passiert. Okay, wir haben jetzt einen Deal. Nicht kontrollieren. Lasst mal Kontrolle los, lasst euch einfach ein. Und denkt nicht, seid einfach da. Lasst uns den Raum aufmachen. Wenn ihr kontrolliert und haltet, bleibt die Energie, wird's härter. Ich muss dann arbeiten, ich will aber mit euch sein. Banash, Quaral, Lan, Tanan, Toris, Nan, Yeshevaitai, Lain, Tai, Das spüren wir jetzt alle, dass es leichter wird. Bona. Fuyanash. Kurt Alel. Bona sanahoe hishana tolai. Kuno tanasa oe chai. En no wehe ishe. Hello, we're just in talk.
in thee and nobody stay there alone. Janus Jesh. Wie fühlt sich der Raum jetzt an? Gib mir ruhig Feedback. Was ist anders? Offener. Habt ihr das Gefühl, ihr seid ein bisschen leichter im Kopf? Ein bisschen freier. Und neugieriger. Neugierde ist ja eins der wichtigsten Dinge, die wir haben können. Faszination am Leben und neugierig zu sein, das was zu entdecken, etwas uns Neues zu erschließen. Die Frage ist, wie viel tut ihr das? Also ich glaube, ich mache jetzt einen Deal mit euch. Wir pflanzen heute Neugierde und Faszination und Lust am Leben in uns hinein nochmal. Weil wir in der Zeit gerade sind, die manchmal ganz schön schwer ist. Mit all dem Verstehen, was da abgeht. Die letzten 2 Jahre waren knackig. Und wenn wir diese Qualität in das hineinheben können, das, was wir gerade hier erleben, dann, ja, gehen wir morgen oder nachher in einer ganz anderen Qualität raus und haben, ja, mehr Spaß am Spiel. Und wir haben ja gerade von Pablo eine Laudatio bekommen eines Menschen, der ganz viel Neugierde hatte und der das nicht einfach hat stehen lassen, was da so eventuell im Raum stand. Und das nicht abgetan hat, sondern wirklich ins Detail reingegangen ist. Ich will das wissen und spüren. Und anscheinend auch über die ein oder andere experimentale Phase erfahren hat, was ging. Eben auch mit LSD zum Beispiel habe ich überhaupt keine Erfahrung. Aber keine Ahnung, was noch kommt. Okay. Spürt mal euren Popo. Spürt mal eure Atmung. Wie offen ist die? Und wie viel kontrolliert ihr davon, wenn ihr es spürt? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst sie kontrollieren oder ist sie einfach im Fluss? Geht dieser Lebensfunke, der mit der Atmung verbunden ist, durch euch hindurch? Oder habt ihr das Gefühl, ihr müsst was dafür tun? Und wenn wir uns spüren, im Popo und in der Atmung, hier unten ist so unsere, ist ein Teil unserer Präsenz, unserer Identität vom Herz runter. Und da ist eben, wie gesagt, dieses Ich werde geatmet, dieses göttliche Prinzip. Wie betrachtet ihr das? Einfach nur so für dich. Und dann öffnen wir das mal, sodass das in einem Flow ist, der nicht mehr kontrolliert ist und gleichzeitig eine tiefe Präsenz entsteht, weil in der Präsenz die Energie liegt. Menschen, die im Gestern und im Morgen hängen oder zu viel denken, die ja haben nicht so viel Energie, weil die Chakren nicht so viel Energie reinziehen. Und das ist das, was wir uns ja alle wünschen, Vitalität, Energie, Kraft. Also
kommen wir in diesen Moment. Dale. Dajin. Mare. Tomare. Lil. Aboyich. Sanash ho un no de keish antoni sanatesha kundo weishite unaike un no Lay son das Gefühl, es fühlt sich anders an wie vorher. Ist mehr innere Stille da? Gut, da vorne tönt ja einer. Mal eine ganz interessante Frage, die ich euch nachher nochmal frage. Wie fühlt sich euer Zahnfleisch an? Wie viel Spannung ist im Kiefer? Wie offen ist der Kehlkopf? Wie nah dran bist du an deinem Ich? An deinem Ich bin? Ohne zu bewerten. Nicht gut, nicht schlecht, einfach ich bin. Und wie fühlt sich das innerhalb des Kopfes an? Ist eine Seite mehr lastig? Also ist da innen ein bisschen mehr Präsenz in dieser einen Seite? Oder ist es alles gleich und fühlt sich gut an oder vielleicht auch zu leer? Wie fühlt sich's an? Und welche Emotion ist in Verbindung mit all dem, was du gerade erfühlst? Und ganz wichtige Frage, gerade hier mit dieser Gruppe, die sehr viel Erfahrung damit haben sollte, wie fühle ich mich, du dich, im Raum, in dem du gerade bist? Bist du so reingestellt in den Raum oder erkennst du, dass du das Zentrum deines eigenen Erlebens bist, des eigenen Raumes, den du einnimmst? Oder ist es eher so, ich habe dich mal da reingesetzt, mach du mal. Wie so eine Statist, eine Marionette. Diese Empfindungen sind wichtig. Wenn wir in dieses Zentrum hineinkommen und Verbindung mit dem Leben aufmachen, dann harmonisiert sich ganz vieles und wir beginnen wieder die Neugierde eines Kindes zu entwickeln. Leda, talat, shamaritu, noch ein. Lil, jich, ein, doin, nan, doi, 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 kalan, jiji. Tal, nan, jiji, oh.
Disha, deram, nasum, venen, lika. Taishe, tananan. Orasan, akashe, dech, alan, donk, i. Aran, nase, aum, shayde, oranat, sonaya. Öffnet nochmal eure Augen. Spürt mal eure Augen, euer Zahnfleisch. Ist das Zahn? Sind die Zähne lockerer? Keine Sorgen, die bleiben drin. Merkt ihr, dass das sich entspannt? Ihr seid echt schüchtern. Ich bin wieder in der Schweiz, ja. Ah. Okay. Und die Interaktion auch mit den Augen, die Muskulatur der Augen sich entspannt. Und auch so ein bisschen, schon ein bisschen da oben wird es leichter. Da, boah, ich möchte nicht suggerieren. Okay, Finger weg, Andreas. Wartet, das ist schon, koch, buchhörinen, tell, nech, e, warn, deis, seich, dal, dal, watch, fit, erinnern, gehen. Nochmal nachspüren. Mart, da, da, son, come on, do you. Merkt ihr jetzt einen Unterschied? Ja. Nein. Hey, hey. Ihr lasst mich hier echt arbeiten. Super. Ich höre dich leider nicht. Deine Nackenschmerzen sind weg. Das ist wunderschön. Dankeschön. Also, wenn ihr mal so macht, merkt ihr auch, dass ihr da oben viel leichter seid. Ah, der Raum öffnet sich in neue Gelassenheit. Es wird egaler, gell? Das ist doch ein geiler Zustand. Wenn man sagt, ist mir egal. Es ist gleichwertig. Ich sage immer gleichwertig. Ey, du bist mir gleichwertig, dürfen wir natürlich nicht sagen. Aber du bist mir gleichwertig. Das dürfen wir sagen. Und das ist ein Zustand, wo sich Energie öffnet. Wo wir in eine tiefe Akzeptanz des Lebens hineinkommen. Ohne zu sagen, oh, das ist gut, das ist schlecht, das ist so oder so. Das ist für mich der schönste Zustand, mit Menschen zu sein. Wenn wir ja miteinander dran sitzen können, auf einem Bänkchen, was sagen oder auch nicht. Und es ist einfach gut, da zu sein. Es ist wunderschön, einfach da zu sein. Ich glaube, das kennt ihr alle und das haben wir alle schätzen gelernt. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Zustand immer wieder reinkommen. Aber unser Verstand kommt zwischendurch dazwischen. Und da kann man jetzt nicht mit dem Hammer draufhauen. Es ist wirklich einfach eine Praxis, dass man sich lernt, was kann ich eigentlich tun, damit der Verstand nicht so schnell mitmacht. Über die Jahre mit vielen Menschen gearbeitet, habe ich eins beobachtet. Es gibt einen ganz easy Trick, den möchte ich euch auch gerne verraten, wie ihr euren Verstand sehr leicht ausmachen könnt. Ihr legt eure Zunge ab. Aha. Wenn wir die Zunge mit Druck gegen den Gaumen drücken, dann ist der Hypoglossus aktiv. Der Sympathikus wird aktiv, die Atmung wird eng, wir halten Gedanken fest, wir drehen Gedanken. Wir kommen aus denen nicht mehr raus. Wir sind in einem kurz davor Flucht- und Kampfreflex. Das macht unsere Zunge, weil dann sich verschiedene energetische Ebenen verändern. Wenn wir die Zunge ablegen, dann kommen wir in einen Zustand von Egalität. Eventuell sogar tiefen Chillen, also wirklich richtig abhängen. Und das ist super, wenn wir das mal brauchen. Ich liebe den mittleren Zustand, den gibt es nämlich noch einen dritten. Das ist
die Zungenspitze ganz zart hinter den oberen Schneidezähnen anzulegen und den Rachen hinten aufzumachen. Also wie wenn ich den öffne und dann bin ich in einem Zustand von entspannter Aufmerksamkeit. Und der lässt Energie im Körper zu. Und wenn ihr den mal probiert, legt mal die Zunge ganz zart hinter den Schneidezähnen an, mit einem Hauch einer Berührung und habt das Gefühl, ihr öffnet den Rachenraum, dann merkt ihr gleich, wie Energie in den Körper kommt. Und Präsenz und Ausdruck und Erdung. Das mache ich gerade auch. Ihr spürt es an mir, wenn ihr mich beobachtet. Wenn ihr energetisch fein seid, werdet ihr merken, mein Körper, meine Haltung, mein Ich verändert sich dadurch. Und die Selbstverständlichkeit, mit der ich mich trage in meiner Authentizität. Weil da sind wir ja gerne so vorsichtig. Dürft ihr denn so sein, wie ihr seid? Ich höre nichts. Ja klar, sonst ist ja doof, wenn ihr da wärt. Ja, wenn ihr so seid, wie der andere will, das ist ja, geht ja gar nicht. Ja, dann, ich denke, ich bin, was ich denke, du denkst, ich bin. Viel Spaß. Das wird anstrengend. Du weißt ja nicht mal, was der andere denkt. Und nimmst an und unterliegst deinem eigenen Urteil deines Verstandes, der ja sowieso nichts weiß. Außer Zahlen, Daten, Fakten. Und da ist keine Intuition, da ist kein Feinfühlen drin, da ist keine Möglichkeit für absolute Authentizität, die aber jedem von uns zusteht. Weil sonst wären wir ja nur ein Stereotyp. Also wollen wir das rausnehmen, dass wir in diesen Stereotyp reingehen und dann dadurch an diese Leichtigkeit und Faszination rankommen. Ich weiß übrigens nicht, was ich euch erzähle. Ihr wollt das wissen, ne? Weil ich bin hier vorne nur derjenige, der das wiedergibt, was ihr anfragt. Das heißt, die Verantwortung für alles, was von hier vorne kommt, liegt bei euch. Da bin ich echt froh drüber. Das könnte natürlich jetzt als Ausrede genutzt werden, aber als jemand, der medial arbeitet, ist das so. Wenn ich mich heute verbinde, dann spiegele ich das wieder, was ihr abfragt. Verbinden wir es noch mit ein bisschen Heilung. Wem tut der Rücken weh? Eins, zwei, vielen? Wer traut sich's nicht zu sagen? All diejenigen, die jetzt gelacht haben, die sind mit dabei. Also ihr merkt, es ist ein bisschen zäh. Das machen wir, gucken wir gleich, dass wir es gleich mit aufmachen. Mit dem anderen. Dom, boy, titanus, göttisch. Allel, allelisch, jee. Sadas, allajan. Alle. What the little one Sunday no Che Salman on the Yet it Humanus not in ye see an atal Hey yes and all Hejin no. Mahlel ide ban. Yes, let it touch
Spürt mal. Nee. Da. Spürt mal euren Rücken. Ist das besser? Könnt ihr euch besser in euch reinhängen? Sorry, wegen der Frage, ist der Popo dicker? So ein Gefühl, wenn wir bei uns ankommen, dass wir so einen richtig dicken Popo kriegen. Keine Sorge, das passiert nicht nach. Also der Körper folgt nicht der Empfindung. Merkt ihr das? Jetzt bin ich mehr da. Und auch mehr in meinem Geschlecht. In meinem Schoßraum. Weil da ist ja auch Teil oder ganz viel unserer Lebensenergie. Und natürlich auch ganz viel Ressentiment. Eigentlich tanzt die sexuelle Energie. Aber in der Schweiz anscheinend gerade nicht. Das ist so. Sehr, sehr schade. Da hat er Tony. Nicht vergessen, ne? Kleine Jungs im Alter von 4 haben den ersten Testosteronschub. Und das ist ja so dieses Alter, wo wir so neugierig sind. Ich kann jetzt nicht für das Östrogen der Damen sprechen, das habe ich nicht erfahren. Aber das ist ja so diese Zeit, wo wir so richtig auf der Blumenwiese gucken und schauen, was da so abläuft. Und so total gelöst sind in uns. Mal mal le mal nein oi al nam Hey, it's a night of Ganesha, Keshana. Been all right. You know, so on, too. Voilà. Dieses mit meiner Zunge ist übrigens ein Abschluss. Wenn ich etwas erledigt habe, dann ist das für mich so getan. Brauche ich nie mehr machen.
Jetzt fühlt sich die Energie anders an. Jetzt wird es noch egaler. Ihr so, ha, mal gucken, was heute geht. Das ist ja ein guter Zustand. Alle, no, koi, tisene. Ich bin so weit zu denen. Late, the con, the man, the nini, non, the drum. Falbayaroyoji, the sunna. Und so nach in ich checken ab. Hoschen du. Sie so her mit dem der hey. Horicha amasena. Hoe ha to a to a ie ie to ke. Horicha. Nok ora na tene na so awaited ejala tolal long no little boy jasha tonano yuran tono ton ono koi che elayan tonas to fun jetzt ist es unbeschwert. Merkt ihr das? Mhm. Jetzt kriege ich auch. Mhm. Mhm. Wow. Ich sag jetzt nicht mehr viel. Weiter, so man hat es nicht geschieht, alle Jungen transcendieren. Du bekommst Bohnen, du manisch, ihr Fall, der Rene. Du weißt seine Jan, du nicht. Aber eine kleine Geschichte möchte ich euch noch erzählen. Ich war im Februar hier und wir haben für Unity einen Kurs aufgenommen. Keine Sorge, es wird keine Werbung. Und dann bin ich morgens irgendwann mal aus meinem Zimmer geschlichen, so um 6, weil ich recht früh wach bin immer, 5, 6. Und bin hier in diesen Saal und habe hier ein bisschen rumgeommt. So als wenn ich schon ein bisschen töne oder was weiß ich was mache. Und ich kannte den Saal von einer Besprechung, die wir mal mit Pablo hatten. Und ich finde ihn wunderschön. Hat eine ganz besondere Qualität. Sicherlich, weil auch immer wieder ganz besondere Menschen oder auch glückliche Sachen hier passieren, wie Heirat, Hochzeiten und eben solche Veranstaltungen wie heute und großartige Menschen hier sind, so wie ihr als Publikum und auch die Sprecher. Und so habe ich die Bühne angeguckt, bin hier hochgelaufen und gedacht, und hey, ich habe 20 Jahre Bühnenerfahrung mit dreimal in der Woche Bühne hinter mir.
Und trotzdem habe ich gesagt, auf dieser Bühne möchte ich gerne auch mal sein. Die ist echt schön. Und nachdem ich abgereist bin, kam eine Woche später dann von Robin und Pablo die Anfrage, möchtest du hier sein? Und eins ist jetzt schon klar. Wir alle wissen, dass Zeit und Raum und Intention alles miteinander wirkt. Und insofern darf ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr von mir gewollt habt, dass ich heute hier bin. Auch wenn wir das alle nicht wussten und vielleicht doch. In diesem Sinne, wunderschöne Begegnungen, eine mächtig schöne Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit, für das, was ihr mir jetzt geschenkt habt und den anderen neben euch. Und auch ganz herzlichen Dank für ja, all die Menschen, die hier beitragen und auch hinten das Beste tun. Danke. Andreas Goldemann. Auch du bekommst eine kleine Aufmerksamkeit. Hey, geil. Ein originales Schweizer Taschenmesser. Das ist jetzt besonders cool, weil ich habe meins vergessen. Ich habe beim Motorradfahren immer eins dabei. Und ich habe meins daheim vergessen. Ich sage, du hast dein Taschenmesser vergessen. Das darf nicht, weil jetzt kriege ich eins. Wunderschöner Beitrag. Dankeschön. Toll. Wir haben jetzt etwas Zeit für ein Päuslein.